Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Prison Architect. Ihr seht, viele LKW stehen hier Schlange, wir sind gerade fleißigst am Aufbauen. Wir machen nämlich hier endlich mal einen Hochsicherheitstrakt, in der Hoffnung, dass wir mal die Gewalt hier hinten so ein bisschen eingedämmt kriegen. Und da wir ja mehr als genug Plätze für Häftlinge haben, würde ich sagen, könnten wir auch mal die Schlachtzahl ein bisschen erhöhen. Wir sagen mal 10 pro Tag. Bin gespannt, ob es was bringen wird. So, jetzt steigen auch mal endlich die Einnahmen, nachdem die ganzen Lieferungen ausgeladen wurden. Wir haben lange nicht mehr geforscht, ne? Was könnten wir denn mal so machen? Ja, komm, wir machen jetzt endlich mal ein bisschen Steuererleichterung. Ach so, ja, Strom, da war ja was. So, zack, und jetzt haben wir den Zuschuss bekommen. Oh, und wir haben die 100 Häftlinge erreicht. Sehr schön, da ruft auch schon der Bürgermeister an. Sie haben die Mindestanforderungen für ein Staatsgefängnis erfüllt. Wie Sie jetzt weitermachen, liegt ganz bei Ihnen. Von diesem Zeitpunkt an liegt es nur bei Ihnen und Ihrem Unternehmen, wie Sie weitermachen wollen. Sagt er das nicht gerade schon? Im Büro des Bürgermeisters interessiert uns nur eine einzige Zahl und das ist die Rückfallquote. Wenn Sie die Rückfallquote Ihrer Häftlinge senken könnten, wäre das ein großer Erfolg. Leute wie Dr. Hurst glauben, dass man nur durch Bildung, Besserungsprogramme und Berufsausbildung und solchen Kram erreichen kann. Meiner Meinung nach ist Bestrafung genauso effektiv. Es liegt ganz an Ihnen, ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf das Polaroid auf der Straße, um das Gefängnis zu verlassen. Ich will das doch noch gar nicht verlassen. Ich will doch hier jetzt erstmal einen zünftigen Hochsicherheitstrakt einrichten. Warum standen hier vorne jetzt gerade überhaupt Gefangene? Ach, die werden jetzt schon hier hingebaut, weil hier der Hochsicherheitstrakt ist. Okay. Cool. So, aber das will ich noch nicht verlassen. Ich habe mir von der Sache mit den psychisch Kranken hier ein bisschen mehr erhofft, muss ich gestehen. Also, ich meine, klar, dass sie Therapie kriegen, aber gut, andererseits wäre auch die Frage, was sollten die sonst noch kriegen außer Therapie? Mir fällt jetzt gerade nicht viel ein. Ach so, komm, dann machen wir noch die Spülen hier dran. Stellen hier noch 3, 4 Köche ein. Einsatz, da wollte ich. So, wir brauchen noch einen Hof. Den machen wir mal dahin. So. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Bin mal wieder blind. Da, Dankeschön. Ich dachte, hier wäre nur der Hochsicherheitstrakt. Moment, da muss ich nochmal schnell in die Logistik. Ach Moment, Hochsicherheitstrakt. Nicht niedrig, das erklärt's. Moment, habe ich jetzt hier alles weg? Ja, ne? Okay, gut, nochmal von vorne. So.
Ich habe keine freien Polizisten mehr, das ist schlecht. So, und warum wird jetzt hier immer noch nicht weitergebaut? Irgendwie tut es sich manchmal schwer, kleine Rohre zu bauen, habe ich so das Gefühl. So, jetzt geht's. Schön, endlich. Ach ja, der Metalldetektor, stimmt. Den sollte ich auch wieder hier vor die Kantine machen. Ein Todesfall schon wieder. Ja, schön. Wozu habe ich den Hochsicherheitstrakt? Muss ich denn irgendwas anderes machen, dass die Leute auch da reingelegt werden? Ach, dafür müsste ich noch hier Hunde und Dings erforschen. Machen wir erstmal die Hunde. So, muss ich jetzt für die Hunde noch irgendwie was einrichten? Ich vermute es fast. Oder kann ich jetzt einfach Hundeführer. Beziehungsweise Katzenführer. Stimmt, wir haben ja Katzen. Genau, Patrouille. Ich muss eine Hundepatrouille einrichten, ne? Warte, machen wir mal so. So, teilen Sie eine Patrouille 2 bewaffnete Wachen. Ach ja, stimmt, ich brauche. Aha, da war ja was. Ich brauche noch eine Waffenkammer und einen Zwinger. So, ich sollte die Waffen. Weder Waffen. Die Waffenkammer auf keinen Fall in den Bereich da machen. Vielleicht hier. So, eine Personaltür rein. Strom wäre auch nett. So, Waffen kann man da gucken, wir mal. Komm, nehmen wir noch einen zweiten Tisch rein. So, Moment, Einsatz. Moment, wir müssen auch die bewaffneten Wachen und Patrouillen zuweisen. Ach, jetzt hat er da die Hundeführer rausgenommen. Bäh. So, hätten wir das.
Dann brauchen wir noch einen Zwinger. Ich würde aber sagen, der soll ruhig hier vorne hin. Damit die schön alle wissen, was denen blüht. Und damit sie schön die Hunde hören. So. Und damit die natürlich was zu fressen bekommen, hier noch ein paar Näpfe hin. So. Okay, dann gucken wir mal. Jetzt können wir Hochsicherheitstrakt einrichten. Okay, wir müssen nur noch Taser und Panzerwesten freischalten, dann haben wir das schon alles. Sehr schön. So, Fernsteuerung nicht da. Taser. Die Taser-Ausgabe müssen wir machen, stimmt. Panzerwesten auch. Aha, ein Tunnel. So, haben wir es jetzt schon? Jo, Tatsache, das ging schnell. Warum habe ich gerade so viel Katsching? Weiß man nicht, ne? So, dann machen wir auch mal die Taser-Ausgabe. Und damit die ja auch noch an Therapiestunden teilnehmen könnten, sollten wir uns vielleicht überlegen, ob wir hier nochmal einen neuen Gemeinschaftsraum hinstellen. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal. So, Stromkabel auch rübergelegt. Hat es wieder geklingelt, das heißt, wir können weiter forschen. Machen wir mal die Steueroase, dass wir uns noch mehr Gelder sparen. Verdienen tun wir ja gerade nahezu genug. So. Ein paar Gehwegplatten hier noch hin. Ordnung muss sein. Warum auch immer da kein Rasen zugepackt wurde. Nimm, 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 nimm. Oh, ganz müde die kleine Maus. Oh. So eine müde Maus. Ich würde sagen, wir machen mal wieder eine Razzia. Und ein Ausbruch. Aha. Der Ausbruch ist natürlich nicht geil. Alter, was ich hier schon alles gefunden habe. Ja, meine Fresse. Was ist da los? Viele haben gerade Hunger und sind allgemein ein bisschen angepisst. Okay. Den muss ich mal triggern. Der steckt, den muss ich mal da rausholen. So, und ich glaube, wir bräuchten auch mal wieder ein paar mehr Hausmeister. Das sieht dann doch schon relativ dreckig überall aus. Und kürzlich grundlos durchsucht. Okay, das
triggert die gerade natürlich doch ein wenig. So, Hochsicherheitslarys haben wir hier keine mehr. Könnten hier natürlich noch ein paar Einzelzellen hinmachen. Beziehungsweise, warte mal, wir sollten vielleicht mal hier ein paar Trainingsbänke aufstellen. So, mal das Ganze ein wenig illuminiert und vielleicht nochmal hier einen Metalldetektor vor. Und jetzt hier... Na, da kommt sie, ne? Ach, das hier waren keine Gehwegplatten nach. So. Dusche sieht natürlich auch schon wieder aus wie so schön. So, jetzt die Frage mit der... Hatten wir nicht schon das mit der Tischlerlehre? Ach, den Zuschuss haben wir schon bekommen. Ja, geil. Haben wir... Ah, wir haben ja schon das Programm mit der Tischlerlehre. Okay. Ja, gut, dann... Ich habe mich schon gewundert, warum wir einmal so viel Geld haben, aber jetzt wissen wir es ja. So, haben wir alles für die Taser-Ausbildung? Jo, sehr schön. Da kommt doch Freude auf. So langsam aber sicher füllen sich hier auch die Bücherregale, das ist schön. Heißt, was Literatur angeht, ja, man sieht's, das Bedürfnis wird da deutlich gestillt. Ja, Bedürfnis nach Freiheit wird nicht erfüllt, ja, Kunststück, wenn ihr eingesperrt seid, ihr Blitzbirnen. So, hier brauchen wir noch kurz ein bisschen Strom. Ich glaube, ich möchte hier noch einen Wachturm positionieren. War das hier? Ja. Machen wir ihn da. Dann stellen wir auch noch hier, wo haben wir, einen Scharfschützen ein. Ich habe noch keinen Rechtsanwalt eingestellt. Echt jetzt? Ach, du hast noch gar kein Büro. Ja dann. Machen wir dir doch mal hier hinten eins. Warum, ey, was ist das hier mit den Räumen? Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das auf der Aufnahme überhaupt sieht, aber... Seht ihr das auch, wenn das immer so zwischendurch dunkel wird? Muss ich eben kurz hier... Das wird nach da verlegt. Dann kommt hier eine Personaltür rein. So, du kriegst sogar einen Kleiderständer, weil du so ein toller Anwalt bist. So, geht jetzt unser Anwalt auch dahin, oder?
Warte mal ganz kurz. Ich muss ja eben unseren Anwalt suchen. Personal. Ah, er geht hoffentlich in die Richtung. Ja, das sieht gut aus. Jo, sehr schön. Es gibt Gesetzesvorgaben für die Größe von Zellen, aber stellen Sie sich nur einmal vor, wie viele Zellen Sie mehr schaffen könnten, wenn Sie sich nicht daran halten müssen. Entfernt die Mindestgröße für die Standardzellen. Okay. Gut zu wissen. Aber egal. So, ihr Lieben, wir machen an der Stelle einen kleinen Cut. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns wie immer wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss, Sikowski.